Jo, hallo liebe Freunde, zurück bei Let's Play Max Payne 3 mit mir im Partisanen-LP. Wir haben uns hier wiedergefunden, weil der Save Point hier war, als wir da runtergebrochen sind. Ich habe kaum eine Stimme, weil ich im Fußballstadion war. Kann ich die Waffe auch aufheben? Nee. Ach, weil ich sie schon habe. So. Das haben wir schon gesehen. Jetzt geht es weiter hier. Ach, hier ist die Tür. Ich will was essen. Verdammte Scheiße. O seu dinheiro representa o seu futuro. Mantenha-o seguro com o Banco Boitatá. Para sua casa, o seu carro ou o seu negócio. Venha falar com o Boitatá. Threatens to be the worst volcanic eruption in Ecuador for 40 years. The epidemic of violence that grips Brazil's major cities continues to worsen. On Monday, a massive gun battle between drug gangs and special forces police in the favela of Nova Esperanza left 150 people dead or critically injured. Mayoral candidates were divided on the reactions to the altercation. Camila Machado blamed the police force for acting without restraint and effective government oversight. Victor Branco, whose eldest brother was murdered last week and whose youngest brother is missing and is feared to have been an innocent victim in Monday's gun battle, issued a statement calling for more funding for law enforcement and vowing to stop at nothing to make Sao Paulo safe again. In Buenos Aires, the world's largest chorizo caused quite a stir. I'd seen enough. It was time to bring this nightmare to an end. Ja, was? Denn Fernsehen geht immer, meiner Meinung nach. Geht's hier weiter oder wo geht es denn hier weiter? Ja, ne, hier oder woanders? Ist hier hinterbei auch was versteckt? Ne, da kommt man auch nicht rein. Nö. Liegt auch keine versteckte Waffe von dem her. Ne, wir müssen tatsächlich da vorne weiter. Warum wusste ich das einfach? Und ich habe wieder keine Painkillers. Das war der letzte Mal in diesem beschissenen Raum. Hoffe ich mal. I couldn't get that tape out of my head. Why had Ufe killed Rodrigo? I wasn't gonna find any answers in the forensics lab. I had to push on. Für die Waffe noch Muni? Das wäre ziemlich cool. Jupp. So, irgendwo Painkillers, die hier rumliegen. Wenigstens eine. Meine Fresse, es darf doch hier nicht wahr sein. Nö, wirklich nada. Niente. Hey, pal. Nice to see you. Vai pra casa, gringo de merda. I don't think we've been properly introduced. I know who you are.
And you should have killed me in the office when you had the chance. There's still time, meu camarada. Oh fuck. Oh fuck. Oh! Oh, mit dem Laservisier komme ich ja überhaupt nicht zurecht. Kann man das irgendwie ausschalten? Ich glaube nicht. Habe ich da jetzt meine Ruhe mal? Ja, toll. Geile Sache. Ich hab nichts zu verstecken hier. Ja, das war klar, dass das jetzt passiert. Ah! Jetzt wird es stressig mit der Muni. Komm näher, ja, genau so. Perfekt. Another pile of bodies and still nothing to show for it. It felt like I was detaching, that maybe this was revenge for something else, something buried deep in the past. Oh ja. Und immer noch keine Painkillers. Ach, hier sind Waffen. Das ist mal nicht so schlecht. Ja. So. Sonst noch irgendwo Muni aufsammeln dafür. Da liegt nix, da liegt nix. Dann rennen wir mit der weiter. Würde ich mal sagen. Geil. Wir können eine Schutzweste nehmen. Ich war ein bisschen über Precautionen gedacht, aber etwas hat mir gesagt, dass diese Shitshow ist barely through the warm-up act. So kann man einen Helm auch nehmen. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass jetzt noch die pure Scheiße droht.
Rodrigo, Giovanna, Passos, everyone who'd meant anything was gone. Like so many times before, I'd found myself alone, locked on a course of destruction. It was at my worst when I was at my best. Ich wusste es. Oh Gott, von da! Du kleiner Bastard! Fuck, der hat mich voll mit der Schrot erwischt, ey. Jetzt darf mich einfach gar nichts mehr erwischen. Ja, Alter, mit so viel Leben, mit null Painkillers, was soll ich denn da machen? Da liegen auch wirklich nirgends Painkillers rum, nirgends. Hier, wow, einer. Wirklich der einzige Freund, der hier geblieben ist. Schau hervor. Oh, bleib doch liegen, wenn ich sage. Ah. So, da oben. Das Gute ist, mit denen lädt man so schnell nach einfach. Okay. So. Vielleicht nehmen wir doch mal die Pumpgun mit. Oder die da wieder. Da haben wir ein bisschen mehr Muni. Aber ich dürfte auch ein bisschen weniger Leben verlieren, oder? Mit der Schutzweste. Will man auf jeden Fall annehmen. Boah. Schreck mich nicht so. Dann passiert halt sowas mit dir. Super, jetzt sind wir auf der Seite. Jetzt sind wir die... Da hat sich auch noch einer versteckt. Yes!
Wir lassen uns doch da nicht als Kanonenfutter verkaufen. Okay, er gibt sich. Da wollen wir mal nicht so sein. Da bin ich halt so ein Mensch. Hier liegen auch nirgends Painkillers mehr. Super. Oh, geil. Durchgetroffen. Becker and Bachmeier had taken their pound of flesh and sold it on the black market. Now I was coming for mine. Geil. Drei Painkillers, so viel hatte ich schon 10 Jahre nicht mehr, kommt mir vor. Auf dem Computer ist auch nichts, hier ist auch nichts. Wir können uns keine neue Waffe basteln. Das heißt, wir gehen hier hoch. Streiten sich die? Beleza, rapaziada, bom trabalho. Só tô esperando a confirmação do outro grupo, mas o gringo já deve estar morto agora. Senhor, ele não parece estar morto. Puta puta, pelo amor de Deus! So, das dachte ich mir fast, aber da kommen doch noch mehrere. Oh, nachladen! Oh, nachladen ist immer scheiße. Jetzt werde ich auch noch angerufen. Anrufen ist auch immer scheiße. Ah! Nur weil ich jetzt da wegschauen musste. Lass meinen Körper in Ruhe. Da war er doch irgendwo. So, dich auch noch. Hast du aber nicht überlebt, oder? Ach, da oben. Ah, unten. Jawohl! Hey! You Americans love to interfere in things you do not understand. Oh, I understand plenty, asshole. How stupid can one man be? You should know when to walk away! Give Rodrigo my regards! I couldn't get a direct shot. I was gonna have to get creative. It was a waste of bullets. His cover was too good. Kreativ. It
Ah, okay. Those ceiling tiles looked kind of loose. It was worth a shot. Jetzt. Oh, er versteckt sich einfach nicht. So geht das. Nee, er haut ab. Ja, geil. Okay, er ist immer noch oben. Das Problem ist, ich brauche Muni. Oh. Nehmen wir halt mal die Painkillers. Warum fällt das nicht runter? Junge. Ja. Und ich habe einfach keine Painkillers mehr, aber der Speicherpunkt ist mal da. Wenn ich sterbe, habe ich wieder volle Sachen. Something funny about dying? I felt like the avenging angel. I looked like a fat bald dude with a bad temper. You disgusting piece of shit! I know everything! Not everything, my friend. Let go of him, Max. Huh? Hmm? There's a good fellow. Well, well, well. Victor, I was wondering when you'd reappear out of whatever slimy hole you live in. I'd like to just say, Max, I just want to say thank you for all your hard work, for my family, and for cleaning up that horrible mess with the Crasha Preto for us. You know I'm tough on crime. I give you a bonus, but I think you just frittered it away. Becker, take his gun. Toma, seu filho da puta! They had barred the door. My only hope was to chase them down. I knew they'd be leaving town, and my guess is they would try to fly out of here. Rich people love to fly away. God damn it! Okay, Max. Now you check the main terminal. I'm gonna go and look for the Bronco plane by the hangar, okay? Let's do it. You keep an eye out in there. You know Becker's gonna have some guys in there watching out for you. Yep. So, of course, I knew they were looking for me. But the airport was about the only place a fat gringo might blend in. Well, there or a sex club. Hey! Parado ahí! My delusions of disguise lasted around 2 seconds. They were out in force. And they were out for me. But then, I was out for them too. Every last one of those bastards. Now that I made it through, check in.
Jo Leute, hier sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich sage wie immer, danke fürs Zusehen. Euer Patian LP. Tschüss Leute.